Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Katzen-Tipps-Blog. Heute möchte ich mal einen Tipp für die, die es noch nicht kennen, an Sie weitergeben. Und zwar gibt es ein TASO, einen eingetragenen Verein, der sich damit beschäftigt oder deren Schwerpunkt liegt in der Registrierung und Wiederauffindung von verlorenen, entlaufenen Tieren. Einfach erklärt, also bei TASO besteht die Möglichkeit, sein Tier, weil natürlich kann man dort auch einen Hund und ein Pferd und etc. registrieren. Bei uns geht es natürlich um Katzen, das möchte ich auch als Beispiel dann natürlich nehmen. Also, bei TASO hat man die Möglichkeit, seine Katze zu registrieren anhand der Chipnummer, zeige ich auch gleich, deswegen ist auch der Pass hier im Hintergrund, um einfach die Möglichkeit zu erhöhen, ja, also sie garantieren ja nichts, aber wirklich um die Möglichkeit zu erhöhen, sein verlorenes, entlaufenes Tier schneller finden zu können. Die Aussage von TASO auf der Homepage, alle 10 Minuten wird ein verlorenes Tier gefunden. Also im Grunde genommen unterstützt man oder erhöht man einfach die Erfolgsquote, Erfolgsaussichten, falls sowas passiert, dass man sein Tier findet. Wichtig bei der Registrierung ist die Chipnummer. Zeige ich mal schnell. Die ist auf der zweiten Seite oben rechts, also das ist genau hier. Das ist die Chipnummer. Und das ist jetzt also die EU-Ausweis. Ja, die blauen sind die EU, die gelben sind noch die deutschen. Sterben leider ein bisschen aus. Also die meisten werden schon, jeder, der eigentlich so in den letzten paar Jahren eine Katze eigentlich erworben hat, hat schon den EU-Ausweis. Thema Chip ist natürlich, also der Chip ist Pflicht seit dem letzten Jahr, fast auf dem Jahr genau, ich glaube im Juni, Juli wurde das Gesetz verabschiedet, also dass jedes Tier eigentlich gechippt sein muss. Und wie gesagt, wer jetzt noch einen alten Ausweis hat, auch dort und natürlich die Katze gechippt ist, der findet dort auch die Chipnummer. Eigentlich zum Thema Heimtierausweis möchte ich dann in einem gesonderten Blog eingehen, deswegen lasse ich das jetzt so stehen. Zurück zu TASO. Diese Flyer, also die Registrierungskarte, die gibt es bei, ich zeige sie so mal ein bisschen, ja, die gibt es bei einem Tierarzt, also bei den meisten Tierärzten, lasse ich jetzt mal vermuten. Also bei uns gibt es die Flyer auf jeden Fall. Wie gesagt, wer keinen Flyer findet, also beim Tierarzt findet, der kann sich einfach bequem online auf tasso.net, zeige ich nochmal schnell, also unter tasso.net kann man sein Tier kostenlos registrieren. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen der Tipp von uns an Sie oder an die, die es noch nicht kennen. Wir geben die Flyer immer mit den Kitten mit, um einfach schon alle zu informieren, dass die Möglichkeit besteht, natürlich das Tier kostenlos registrieren zu lassen. Ja. Und ja, alles andere erfahren Sie auf der Homepage, wirklich zu empfehlen. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören und Zuschauen und freue mich auf Ihren Besuch in einem anderen Blog. Vielen Dank.